Aber aufklären oder beziehungsweise erziehen, ja, aufklären in dem Sinne doch schon, dass man ein Bürger ist, der sich Gedanken macht, der mündig entscheidet und zwar mündig auf einer Basis. Da bin ich wieder beim Grundgesetz. Letztendlich möchte ich natürlich nicht, dass ich Bürger dazu erziehe, durch meine Berichterstattung, dass sie nachher den Staat stürzen. Das wäre ja nicht im Sinne des Erfinders. So, das heißt also, die meisten sagen, nein, sie haben keinen erzieherischen Auftrag. Letztendlich glaube ich aber, war es ein erzieherischer Auftrag. Und zwar, wenn man das sich anguckt, wie auch gerade Deutschland nach dem Krieg war. Ich habe das zum Beispiel an der Geschichte meines Magazins mal nachvollzogen. Das war mir nicht klar vorher. Das ist ja irre, ja.